Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Jurassic World Evolution 2. Ja, das Auto findet hier irgendeinen Weg nicht wohin. Ah, da hinten noch nicht, weil der noch nicht freigegeben ist. Sollte sich aber gleich lösen, weil da sind sie gerade dran. Ja, wir sind ja aktuell am, nennen wir es, Probleme lösen. So, wir fahren erstmal dahin, dann tust du den. Und wir müssen aktuell die ganzen Gebiete räumen. Und alles herrichten und das Ganze. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe die Vermutung, war das jetzt fertig? Dann füge ich die Aufgabe hinzu. Ich habe die Vermutung. Oh Gott, der wird ja dann halt ihn noch. Dass wir gerade wieder nur eine Zeitschinde-Aufgabe haben, weil wir müssen noch zwei Gebiete räumen, um das Ganze herzurichten. Wir haben hier unsere Kernotaurin. Und ich bin der festen Überzeugung, also wirklich der festen Überzeugung, dass diese Mission einfach nur wieder Zeitschinderei ist. So wie always. Und das ist halt, ach. Wie gesagt, wir sind ja immer noch beim Überlegen, ob wir die nächste Kampagne noch machen. Und ich bin mir jetzt aber langsam echt am Überlegen, ob ich das überhaupt noch considern soll. Nach der ersten Kampagnenteil von der zweiten Kampagne, also die erste Mission von der zweiten Kampagne, die ja schon elendigst langweilig war, kommt jetzt das, räume jede Sektion nacheinander langsam auf. Also, ich glaube, ihr wisst, dass ich habe zwischendurch schon einen langen Atem. Und ich habe damit auch kein Problem, wenn zwischendurch mal eine lange Mission ist oder irgendwas in der Art. Wo ist zur Hölle ist unser Wagen? Nein, keine Direktstörung, dafür wird es keinen Nerv. Wir hatten irgendeinen Missions-Hyopai. Lass es einfach, du kriegst es nicht hin. Ich weiß nicht, was dieses Auto schon wieder hat. Es ist auf jeden Fall zu dumm für irgendetwas. Einfach mal schnell ein Screenshot gemacht. Erstmal eine Viertelmillion mit einem Foto verdient. Status überprüfen, fehlender Wald, okay. Dann lauf aber einfach in die Richtung, wo Wald ist. Ihr habt sicher einfach noch nicht den Wald gefunden. Und die haben schon wieder Streit mit irgendwelchen anderen. Diese Stegos sind teilweise echt anstrengend. Die ziehen bald um, ich sag's euch. Die ziehen einfach in das Gebiet dann um, fertig aus. Da, Shady, da sind wir auch schon fertig. Wir tun mal schnell den Forscher hier. Den einen wirklich guten Forscher, den wir haben. Oh, warum dürfen die kein Personalzentrum? Oh, ich brauche ein Personalzentrum. Leckt mich. Trollermarsch. Ach, das muss ich erforschen. Ihr wisst schon, dass wir lang. Das hatte ich in der letzten Mission erforscht und jetzt muss ich das nochmal erforschen? Also, ich mach mal anfangen. Muss ich da wirklich fragen, ob das Sinn ergibt?
Wenn es eine Progressive Story ist, warum muss ich alles 10-mal machen? Also denselben Shit auch noch. Entschuldigung, wenn ich mich wieder gerade aufrege, aber es ist halt echt einfach dumm. Weil denselben Shit habe ich ja schon gemacht. Also original denselben Shit. Und jetzt muss ich das trotzdem nochmal machen. So, jetzt tun wir hier mal den Boden färben. Und ja, ich spiele das Spiel trotzdem. Aber auch nur, weil ich Jurassic Park mag. Ich müsste jetzt mal echt mal wieder Jurassic Park nachabend gucken. Hätte ich echt Bock drauf. Färben wir erstmal den Boden ein, dann machen wir ein Waldstück und dann ziehen wir die Stegos um und dann hat sich das Ganze schon wieder erledigt. So. Wo sind die Stegos? Die werden gleich erschossen. Helikopter. Aufgabe hinzufügen. Weißt du, wir nehmen das größte Problem raus. Das größte Problem ist der Haiopai hier. Sie mag verärgert sein, aber ich konnte sie nicht in Urlaub schicken. Sag dir, dass sie das kapieren muss. Was ist mit ihm? Das Koabitationsproblem löst sich bald. Keine Sorge. Das haben wir alles im Blick. Auffüllen. Auffüllen, auffüllen, auffüllen. Fertig, aus. Nein, kein Kampfbeginn. Hört auf! Genau den Scheiß wollte ich vermeiden. Mensch! Mehrfachauswahl. Festlegen. Nein, es ist gestorben. Du Depp. Ah. Ich hasse sie. Ich war doch gerade dran. Ach Mensch. Fliegt sie rüber und fliegt den Toten weg. Ja, 6. Ich weiß ja auch nicht, Mensch. Du bist gut, du kommst ins Team. Ja, das ist mich halt ein bisschen was. Ich brauche einfach so gute mittelständische Mitarbeiter mal. Schau mal, ihr beide löst. Oh, warte mal, ich hätte gar. Hätte ja gar nicht alle gebraucht, Mensch. Kohabitationsproblem. Der Stego ist da draußen. Habe ich, hab ich nicht alle Stegos rausgeholt? Ich dachte, jeder Stego ist draußen. Zustellung wurde abgeschlossen. Doch, jeder Stego ist draußen. Kurbelibilitions. Der Stego ist nicht mehr da. Bin ich jetzt blöd? Ich habe doch die Stegos entfernt. 1, 2, 3, 4, 5 Stegos. Produktzustellung bestätigt. Es ist kein Stegosaurus mehr in diesem Gehege.
Gut, jetzt müssen wir nur gucken, dass ihr auch komfortabel seid. Zu wenig Früchteboden. Früchteboden. So, genug Früchteboden? Ja, super. Hat sich das erledigt? Dann, dadurch, dass ich hoffentlich mal alle jetzt aus dem Urlaub rausbegeben haben, können wir euch bei den... Ah, ihr habt das andere dafür schnell fertig gemacht. Tun wir den Punkt auch noch. Wähle die Forschungsansch... Anlage schließen. Was ist das jetzt? Schließe die Anlage. Und jetzt? Oh. Mission abgeschlossen. Verbrannte Erde. So, dann sind wir noch gespannt, was jetzt passiert, oder? Selbst wenn sie noch so brutal sind, noch so furchtbar. Die Dinosaurier bleiben wunderschön. Dodgson konnte nie das Potenzial dieses Ortes begreifen. Sein Mangel an Perspektive war sein Untergang. Dieses Mal lernen wir hoffentlich dazu. Wie die Saurier. Sie wissen, dass ihnen die Erde gehört und sie hierher gehören. Aber sie sollte auch unsere sein. Menschen und Saurier zusammen. Nennt mich einen Optimisten, aber wir kriegen das schon hin. Wie denn? Wir haben die Wahl. Und die Saurier auch. Koexistenz erwartet uns. Aber nur, wenn wir alle dazu bereit sind. Ich muss sagen, Owen, das lässt sich schwer bestreiten. Okay. Kommt noch was? Oder war das jetzt die Kampagne? Das war, wie es ausschaut, die Kampagne. Okay. Okay, dann können wir jetzt rein theoretisch ein Resümee ziehen. Schauen wir uns mal an, was... Erweiterung, ein neues Zeitalter Malta benötigt. Ich schaue mir das mal an, aber ganz ehrlich... Ich hätte von ein neues Zeitalter Biosyn mehr erwartet. Wesentlich mehr. Das hier war eine relative, nennen wir es mal, Einsteigermission, finde ich. Also es war, es wurde viel erklärt, wie das Spiel funktioniert, was du zu tun hast und halt so Stück für Stück ins Spiel integriert. Finde ich vollkommen okay, wenn die Kampagne, die Grundkampagne das ist. Ich erwarte dann aber wiederum, dass die zweite Kampagne ein bisschen herausfordernder ist. Ich fand, es war eine Zeitschleife. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich war jetzt nicht begeistert davon. Ich fand es cool, dass du das Forschungszentrum aufbauen konntest, es mit der Filmstory zusammenhängt und, und. Aber das am Ende kam mit wie vielen Dinosauriern, die ich im Zoo, im Tierpark haben sollte? 70? 80? Wo ich mir denke so... Wo ist der Sinn dahinter? Das ist nur Zeitschindung wieder. Und es ergibt ja gar keinen Sinn, das zu machen, wenn du eine geile Story haben willst, sondern es ist einfach nur Zeitschinden, damit du sagen kannst, die Kampagne ist länger. Und dasselbe mit dem zweiten Teil. Warum zur Hölle muss ich denn jetzt jedes verbrannte Eck wieder sauber machen, wenn das total wurscht ist, weil danach stoppt's? Wenn du sagst, hey, wir brauchen das Gelände, weil da was ist und danach bauen, musst du da bitte das und das aufbauen. Ja, cool. Aber zu sagen, die letzte Mission und du musst jetzt jedes Gebiet dir freischalten, dafür brauchst du mehr Mitarbeiter, dafür brauchst du das, brauchst du jenes. Ah ja, und dann kommt der ganze Forschungsbaum von der vorigen Abteilung ist weg, weil wir können es ja. Da mache ich mir Sorgen um den Teil. Ich weiß nicht, ob ihr es versteht, aber... Ich muss diesen Teil ja kaufen. Das ist dann mein... Ja, okay. Wollen sie wahrscheinlich ihre Zahlen strecken. Ne? Aber ich habe ja noch den selber Bauteil. Für mich kein Problem. Den Teil habe ich ja nicht gekauft. Der war ja im Spiel dabei.
Das da kaufe ich. Ich mache mir Sorgen drum. Also ehrlich, ich mache mir Sorgen. Weil wenn ich das kaufe und es ist die größte Verarsche, dann reg ich mich bis zu meinem Lebensende drüber auf, dass ich es gekauft habe. Ich muss drüber schlafen und wir werden uns dann zu gewohnten Zeiten wiedersehen, also übermorgen. Nee, übermorgen. Weil heute ist, oder am Tag, wo das Video rauskommt, ist Dienstag. Ist Mittwoch, Donnerstag, Freitag kommt die nächste Folge. Und ihr werdet Freitag sehen, ob wir noch weiterspielen oder nicht. Bis dahin muss ich mir das überlegen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich darauf ehrlich gesagt keine Lust habe. Also ich werde wahrscheinlich eher mit was Neuem kommen. Deswegen würde ich euch bitten, schreibt in die Kommentare, was ihr gerne noch sehen würdet und oder was ihr gerne haben wollen würdet, dass wir zocken, anschauen und. Und ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.